Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Alone Maje Wolayo und ich kann den Text nicht. Ich weiß nur, dass das tatsächlich ein wirklich cooles Lied ist, das mich damals bereits in meiner Kindheit begleitet hat und das netterweise in einem gar nicht einmal so ekelerregenden Techno-Remix jetzt im Radio wieder gespielt wird. Das allerdings wahrscheinlich dieses Alone oder so, von dem hier im Lied gesungen wird, wahrscheinlich nicht dasselbe ist, das ist, das hier in dem Film Du kannst nicht entkommen thematisiert ist. Wobei Du kannst nicht entkommen eigentlich auch ein absolut perfekter Untertitel für jeden großen Hit ist. Weil ganz ehrlich, wenn ich nur sage Let it go, du kannst nicht entkommen, Gangnam Style, du kannst nicht entkommen, Despacito, du kannst nicht entkommen. Aber in diesem Fall geht es tatsächlich um einen Film, vor dem man vielleicht doch gar nicht entkommen können möchte, anders als bei den Wünschen, die man sich vielleicht von dem Wishmaster gewünscht hätte. Tatsächlich handelt es sich bei diesem Film um einen schwedischen Film, der ursprünglich Försfunnen heißt. Zu Deutsch Night Hunt, die Zeit des Jägers. Ein Film aus dem Jahr 2011, der hierzulande über Senator bzw. Universum Film erschienen ist. Dieser Film hat dann 9 Jahre später im Jahr 2020 unter der Regie von John Hyams ein amerikanisches Remake spendiert bekommen. Und das bringt mich direkt zu dem Titel Alone. Das hier ist quasi das Mediabook mit dem Remake. John Hyams ist übrigens ein recht interessanter Regisseur, der bereits im Jahr 2009 Universal Soldier Regeneration gemacht hat, 2012 Dragon Eyes mit Jean-Claude Van Damme, der nicht besonders gut war, und dann aber tatsächlich im Jahr 2012, glaube ich, einen der besten Filme der gesamten 2010er Generation gemacht hat mit Universal Soldier Day of Reckoning, einer der geilsten und knallhärtesten Actionstreifen, die uns dieses Jahrzehnt serviert hat. Das war eine absolute Granate. Aber danach wurde es wieder ein bisschen still um den Regisseur John Hyams, was mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert hat. Da hätte ich es schön gefunden, wenn noch ein paar Filme gekommen wären, statt einzelner Folgen von Serien wie Chicago Fire, The Originals oder Z-Nation. Jetzt hat er im Jahr 2022 gerade unter dem Titel Sick noch einmal einen Horrorfilm gemacht, der allerdings bislang noch nicht bei uns gelandet ist. Alone ist aber auf jeden Fall tatsächlich bei uns gelandet, nämlich in einer Mediabook-Ausgabe von Kochfilms. Zusätzlich zur Standardversion gibt's hier allerdings, wie ich finde, auch ein ziemliches, absolutes 0815 Cover-Artwork, wobei ich tatsächlich dazu sagen muss, dass das, was da beispielsweise als Hauptplakatmotiv in der OFDB beziehungsweise auch in der IMDB eingetragen ist, da sehen wir nämlich ein Auto auf einer Straße und ein erschrockenes Auge im Rückspiegel, weil zwei Auto Lichter im Rückspiegel auch zu sehen sind. Das ist jetzt ebenfalls nicht besonders atemberaubend, aber das ist wirklich ein verlassenes Haus und jemand, der ganz entspannt darauf zugeht. Das ist wirklich, wirklich mau. Vor allem, weil es irgendwie auch ein kleines bisschen, also jetzt nicht unscharf, sondern halt mit so einem leichten Weichzeichner teilweise verfremdet aussieht. Aber das ist wirklich ein Cover-Artwork, wo ich mir auf den ersten Blick schon gedacht habe, yikes. Schauen wir dann einmal auf das Backcover. Da bekommen wir ein paar weitere Informationen zu dem Film. Es handelt sich scheinbar um einen Paranoia- und Survival-Thriller. Und wir bekommen weitere Informationen zum Release, zur Technik bzw. auch zum enthaltenen Bonusmaterial. Können jetzt dann einmal ins Innere von dem Mediabook blicken und finden dann da schon ein etwas besser panischer wirkendes Bild auf der Blu-ray zu diesem Film, beziehungsweise auf der rechten Seite jetzt etwas Besonderes, denn das Mediabook von Alone enthält auf der zweiten Disc nicht einfach nur denselben Film noch einmal auf DVD, sondern das vorher angesprochene 9 Jahre ältere Original. Das ist natürlich eine absolut geniale Idee, dass man hier im Double Feature gleich beide Versionen von dieser Geschichte vorfindet. Das war dann tatsächlich auch mit einer der Gründe, warum ich in dem Fall unbedingt das Mediabook haben wollte. Wir
bekommen dann hier einen auch sehr ne wahrscheinlich wollten sie da auch dieses Neblige mit reinarbeiten von diesem Haus im Wald, das Ganze aber ein kleines Bild zerfressen, als wird es auch schon als wäre dieses Bild so mehr oder weniger ein altes ausgedrucktes Foto, das längere Zeit in irgendeinem relativ feuchten Raum oder sowas gehangen ist, beziehungsweise dann eben auch hier diese Effekte, die auch ein bisschen ausschauen wie so eigentlich wie eine Wand, auf die dann irgendjemand draufkaut hat oder eben etwas, das relativ oft gefaltet beziehungsweise sonst irgendwie so malträtiert wurde. Malträtiert wie meine Stimme heute. Aber finde ich persönlich eigentlich durchaus nett gemacht, auch wenn das Außencover wirklich, also die absolute 0815 generische Designsache ist. Da gibt's dann übrigens noch einmal den Sticker, der außen auf der Verpackungsfolie war, wo eben darauf hingewiesen wurde, dass das Original auch mit drauf ist. Wir bekommen dann hier, wie ich finde, ein recht nett gestaltetes Booklet. Auch hier wieder der Text in zwei Spalten untergebracht. Dazu gibt es dann ein paar Bilder aus dem Film, die finde ich ganz nett in dieses Booklet integriert wurden. Teilweise sind die Bilder einfach nur viereckig in dieses Booklet integriert. Teilweise dann eben seitenfüllend und mit diesen selben Zerstörungseffekten verziert, sage ich jetzt einmal vorsichtig, wie das auch bei den Bildern außen war, beziehungsweise eben außen halt am Booklet im Inneren vom Mediabook. Aber da muss ich echt sagen, da mag ich die Art, wie dieses Booklet recht schön abwechslungsreich gestaltet ist, aber doch immer wieder auf dieselben Designelemente zurückkehrt. Das eigentlich schön gemacht ist. Nikolai Bühnemann hat das Booklet geschrieben und insgesamt muss man sagen, ist das ein optisch zwar wirklich, ich will nicht sagen gewöhnungsbedürftiges Bild, Mediabook, weil ähnlich wie beim Mediabook von The Banishing muss man quasi schon sagen, das wirkt halt teilweise auch wie das Titelbild von irgendeiner billigen iPhone-App beziehungsweise einem Wimmelbild-Film, Spielchen, aber stört jetzt nicht wirklich, und ich bin tatsächlich alleine wegen dem Regisseur John Hyams schon durchaus gespannt drauf, mir diesen Film irgendwann einmal anzuschauen.